Wie date ich ein bestimmtes Sternzeichen? Und am Ende dieses Videos wirst du alle 5 Dinge wissen, die ich wichtig empfinde, wenn du ein gewisses Sternzeichen datest. Und ich werde dir noch einen Tipp geben, wie du dieses Sternzeichen für dich gewinnen kannst. Kommen wir zum Skorpion und zu den 5 Punkten, die wichtig sind, die du also wissen solltest, die einen Skorpion betreffen, wenn du ihn datest. Punkt Nummer 1. Wenn du einen Skorpion datest, solltest du wissen, dass er grundsätzlich sehr emotional ist. Also der Skorpion hat eine sehr emotionale Tiefe und das heißt einfach nur, dass es ihm vom Äußerlichen vielleicht nicht anzusehen ist, dass er aber innerlich sehr, sehr viel fühlt. Datest du also einen Skorpion, kann es sein, dass du ihn sozusagen nicht so gut lesen kannst, gerade zu Beginn, und dass er sich zu Beginn auch eben gerade noch verschließt und dich dir nicht öffnet. Er testet dich also, ob du es wert bist, sich emotional zu öffnen. Der Skorpion möchte, dass du ihm beweist, dass du es wert bist. Dass du es wert bist, seine emotionale Tiefe überhaupt zu empfangen. Also der Skorpion ist auch sehr, sehr leidenschaftlich und sucht eben eine tiefe emotionale Verbindung. Punkt Nummer 2, der sehr wichtig ist, wenn du einen Skorpion datest und wissen solltest. Der Skorpion ist sehr sexuell veranlagt. Das heißt, dass ihm Sex grundsätzlich sehr, sehr wichtig ist. Es aber etwas sehr, sehr Intimes ist. Also es ist etwas sehr Leidenschaftliches und Verbindendes für ihn. Also er ist dabei, es geht ihm dabei auch um eben diese emotionale Verbindung zu dir. Das heißt, sowas wie Casual Sex gibt es eigentlich für einen Skorpion nicht, sondern du kannst dir schon sicher sein, dass er eine emotionale Bindung zu dir aufbaut. Er ist dabei überhaupt nicht egoistisch oder ich-bezogen, sondern es ist wirklich etwas, was eure Beziehungsebene auf ein anderes Level hebt. Punkt Nummer 3 bei einem Skorpion ist, dass er sehr mysteriös wirken kann und somit auch sehr privat einfach ist. Ja, was meine ich damit? Ja, der Skorpion ist grundsätzlich einfach eine sehr private Person, also er behält vieles auch für sich. Und er hat eine gewisse Aura um sich, die ein gewisses Mysterium umgibt ihn. Also man weiß immer nicht genau, was er denkt, was er fühlt, weil er nicht immer alles preisgibt. Und dadurch entsteht entsteht ein gewisser Reiz bei Skorpionen. Wenn du einen Skorpion gedatet hast oder selber ein Skorpion bist oder Erfahrungen mit Skorpionen gemacht hast, schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin nämlich super gespannt, was du darüber zu sagen hast. Genau, weil der Skorpion eben etwas sehr Magnetisches und Anziehendes mit sich bringt. Ein gewisser Reiz entsteht beim Skorpion oder wenn du einen Skorpion datest, dass du wissen willst, was denn da ist, dass du ihn knacken willst oder dass du da rein möchtest. Und denk dran, sehr wahrscheinlich wird er immer einen Teil für sich behalten oder es immer ein Mysterium bleiben und man sollte es auch nicht versuchen, daran irgendwas zu ändern. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Wenn du einen Skorpion datest, solltest du wissen, dass er sehr anspruchsvoll ist. Ja, der Skorpion ist ja ein grundsätzlich sehr intensives, emotional intensives, starkes Tier. Und mit dieser Stärke kommt eben auch eine gewisse Anspruchsvollheit. Also er gibt sich nicht mit wenig zufrieden oder mit geringerem. Also auch in Beziehungen oder hinsichtlich Daten ist er sehr anspruchsvoll in dem, was er sucht und wie er es sucht. Wie ich ja bereits auch angesprochen hatte, emotional öffnet er sich erst später und er sucht also jemanden, der es bereit ist, sich emotional zu öffnen, der es verdient hat, diese intensive Leidenschaft und Emotionen, die er empfindet, der es wert ist, das zu teilen. Kommen wir auch schon zum letzten Punkt und das ist Punkt Nummer 5. Ein Skorpion kann auch sehr eifersüchtig sein. Ja, was meine ich damit? Eifersüchtig, also sehr grundsätzlich sehr territorial. Und das beruht einfach darauf, dass er ja einen sehr hohen Anspruch hatte, ob du überhaupt die geeignete Person bist und eben es ihm auch schwerfällt, sich emotional zu öffnen. Hat er das bereits getan und sieht sozusagen diese emotionale Bindung, die er auch zu dir aufgebaut hat, in Gefahr, also sieht, dass das irgendwie bedroht ist, dann wird er natürlich auch eifersüchtig und findet das überhaupt nicht in Ordnung. Und das heißt auch, dass der Skorpion sehr, sehr starkes Vertrauensproblem hat, beziehungsweise Vertrauen ist ihm sehr, sehr wichtig. Missbraucht man das Vertrauen eines Skorpions, kann man auch, wird man dafür büßen. Und dann neigt der Skorpion auch dazu, sehr nachtragend zu sein.
Also hast du zum Beispiel einen Skorpion als Ex oder Erfahrung mit einem Skorpion, dann wirst du vielleicht wissen, dass sie im schlimmsten Fall sogar sehr rachesüchtig werden können oder sehr nachtragend sind. Der Skorpion ist um seine Emotionalität sehr bemüht und sehr beschützt und weiß sich auch zur Wehr zu setzen, wenn dieses, wenn er sozusagen in Gefahr ist. Also ja, sollte man auf jeden Fall vorsichtig und achtsam mit umgehen. Das waren meine 5 Punkte zum Daten eines Skorpions. Und wenn du jetzt das Herz eines Skorpions erobern möchtest, würde ich dir raten, keep it real. Also sei einfach du selbst, sei wahr und lüge nicht oder sei oberflächlich, weil das spürt der Skorpion sofort. Also der Skorpion lässt sich nicht irgendwie an der Nase herumführen oder sucht nach Oberflächlichkeiten. Also wenn du dir selber treu bist und ehrlich bist, dann wird auch der Skorpion das dir gegenüber sein. So, das war's von mir zu diesem Thema. Wenn du neu hier bist, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und werde Teil unserer schönen Astro-Community. Ja, und wenn dir dieses Video auch gefallen hat, dann like gerne das Video und schreib mir unten in die Kommentare, ob ich mit der Einschätzung dieses Sternzeichens richtig lag, ob du dieses Sternzeichen zum Beispiel datest oder selber dieses Sternzeichen bist. Ich bin gespannt und freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.